Hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Baggenballetts. Es ist Freitag und endlich hat die Woche wieder einen Sinn, denn es gibt den Gameplan. Ausgabe Nummer 19 und das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit dem Mann, der damals Sirius Black zur Flucht von Azkaban verholfen hat, Raoul Tedeschi. Gott zum Gruße. Habe die Ehre. Lieber Raoul, wir gucken zunächst mal auf unseren Arbeitsnachweis von letzter Woche und da werden wir sehen, ja, zweimal zumindest den richtigen Sieger drin gehabt. Einmal... Ja, der ist durchwachsen. Ne? Ich meine, ich habe mich einmal daneben gesetzt, wobei ich in der Sendung auch gesagt habe, ich traue Blachowicz den Knockout in Runde 1 bis 2 zu. Das ist dann auch so eingetreten. Bei Adesanya, ich habe einfach den Finish nicht kommen sehen, aber Costa hat halt echt underperformed. Das müssen wir mal so festhalten. Und so wie er underperformed hat, so war das natürlich auch eine Art Benchmark von Adesanya, oder? Also, ja, ich meine, Adesanya hat seine 100 Kämpfe Erfahrung einfach durchscheinen lassen und hat da gezeigt, was es bedeutet, 13 gegen 100 Kämpfe zu haben. Ja, da werden die Karten neu gemischt derzeit. Adesanya jetzt der Typ, den es zu schlagen gilt in seiner Gewichtsklasse. Wir gucken mal drauf, was die Community predicted hat. Und da sehen wir, die hatten Blachowicz von Anfang an auf dem Zettel. Damit kann man sich sehen lassen. Adesanya von Blachowicz und bei Palokai gegen Ulich hatten zumindest die Facebook-User den richtigen Riecher. Damit also quasi ist der Analyse Genüge getan. Wir haben heute drei spannende Fights. Wir reden über UFC, über Bellator und über Fair FC. Es ist also angerichtet und wir starten genau jetzt. Und wir beginnen mit UFC on ESPN 16 und auf der Undercard gleich der allererste Kampf mit deutscher Beteiligung. Das Matchup lautet Luigi Vendramini gegen Yassin Ayari, der Mann vom Hammers Gym bzw. vom Planet Eater. Yassin Ayari lange nicht im Einsatz gewesen. Schön, dass er wieder da ist. Ja, es tut immer gut, deutsche Kämpfer auf UFC-Cards auf internationalen Gewässern zu sehen. Und Yassin ist einer der vielversprechendsten deutschen Kämpfer, würde ich sagen. Schön, ihn wiederzusehen. Ja, wer jetzt noch nicht so richtig ein Bild vor Augen hat, wenn es um den Abacus geht, da haben wir mal ein paar Kampfszenen vorbereitet. Gucken wir uns das Ganze mal an. Datiert aus dem Jahr 2015, letzter Auftritt von Yassin Ayari hier in Deutschland bei Respect Caged in Karlsruhe, damals gegen den Niederländer Van Buren. Und da sehen wir schon so ein bisschen, was wir von Yassin Ayari uns erwarten. Sehr ja, im Stand, sehr behende, da geht es zügig nach vorne, hat aber eben seine Skills auch auf dem Boden. Hier sehen wir es, er beendet das Ganze per Ground and Pound. Und diese Pose, die hätte er sicherlich auch ganz gerne dann von sich am kommenden UFC-Kampftag gesehen. Sein Gegner Luigi Vendramini, ausweislich seines Ausweises Brasilianer, aber Italian Stallion, also bunt gemischt, ja, ja. Brasilianer und Italiener zu gleichen Teilen. Einer, der 2018 schon mal bei UFC 153 gegen Nick Hain antreten sollte. Hast du den so auf dem Zettel oder ist das für dich noch so ein unbeschriebenes Blatt? Das ist ein relativ unbeschriebenes Blatt. Hatte ich auch, bis das Matchup announced wurde, nicht so wirklich auf dem Zettel. Ich weiß, dass er in seinem letzten Matchup mit einem Flying Knee an der Cage Wall beendet wurde. Und das war tatsächlich alles, was ich über den guten Burschen weiß. Abgesehen davon, dass er vor der UFC natürlich der absolute Finishing-Kandidat war. Das war so das Ticket für ihn dorthin. Und hat, was wie wir gleich sehen werden in der Grafik, dann wahrscheinlich noch alle seine Kämpfe bis dato dann vorzeitig beendet gehabt. Ja, gucken wir doch mal drauf. Du lieferst uns das Stichwort. Wir haben die beiden Kämpfer mal gegenübergestellt. Und da sehen wir zunächst beim Kampfrekord 8-1-0. Luigi Vendramini ist damals mit 8 Siegen in die UFC gestartet. Dann diese eine Niederlage. Aber das muss ja zu Beginn einer UFC-Karriere noch nicht allzu viel heißen. Wir sehen leichte Größenvorteile bei Yassin Ayari. In der Reichweite sind die dann schon wieder so ein bisschen kaschiert. Und ja, da haben wir nochmal das angesprochene KO-TKO. Der war schon relativ vorzeitig unterwegs, hat es in seinen 8 Siegen vorher niemals den Kampfrichtern überlassen. Das ist bei Yassin Ayari ein bisschen anders. Was glaubst du, wo liegen für Yassin die Chancen in dem Kampf? Ich glaube, dass Yassin der bessere Allrounder ist, overall. Also Yassin hat tollen Kampfgeist und hat auch einfach einen tollen Erfahrungswert. Er hat halt in Nürnberg mit hochkalibrigen Leuten gekämpft, hat schon sehr viel auch Mattenerfahrung mit Dean Lister.
Gibt da einen ganz tollen, ganz toll. Ich glaube, mit 18 ist Yassin das erste Mal nach San Diego gereist, um mit Dean Lister zu trainieren. Und da hat er sein Spektrum für Jiu-Jitsu im Endeffekt geöffnet. Und ich glaube, dass das so einer der Faktoren sein wird, die Yassin an diesem Kampfabend beiseite stehen werden. Ja, jetzt hat er 2 Jahre nicht gekämpft. Also letzter Kampf datiert ziemlich genau von vor 2 Jahren, Oktober 2018. Ja, da war irgendwie eine Knie-OP, glaube ich. Genau, er hatte eine Knieverletzung, hat jetzt auch zwischendrin noch das Management gewechselt, steht ja in der UFC bei 1-2, wobei man dazu sagen muss, bei den zwei Niederlagen war Darren Till dabei, also das war schon aus der Feinkostabteilung. Meinst du, dass diese Pause in irgendeiner Form einen negativen Einfluss auf sein Kampfvermögen haben? Also so lange Pausen sind nie super gut. Das kommt dann immer ein bisschen auch aufs Trainingsumfeld an. Yassin ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt, ne? Aber ich glaube nicht, dass ihn das jetzt extrem aus der Bahn wirft. Vor allem, weil er halt auch das ganze Ding schon seit 10 Jahren macht. Das ist dann schon schwierig, so einen erfahrenen Mann aus der Ruhe zu bringen. Aber optimal ist es natürlich nicht. Du willst aktiv sein, du willst diesen Rush kennen, der mit diesem ganzen Trubel einhergeht. Aber ich glaube, overall ist der Yassin kein Mann, der sich da psychisch von beeinträchtigen lässt. Ja. Soweit also schon unsere erste Analyse. Wir holen uns natürlich nochmal eine externe Meinung und das ist ganz im Ernst in unserem Fall dann wieder mal unser Mann aus dem Bodymasters in Wuppertal. Sascha Ernst, bitte. Hallo, also, Luigi Vendramini. Ich hoffe, ich habe das richtig. Der kämpft gegen einen deutschstämmigen Kämpfer namens Yassin Ayari. Sehr talentierter junger Mann, überzeugt durch harte Kämpfe und absolut schlechte Öffentlichkeitsarbeit. Man weiß nie wirklich, was passiert. Der war jetzt lange weg, wechselt die Gewichtsklasse. Dann sollte es relativ groß sein. Ich denke, fürs UFC-Weltergewicht war er immer etwas zu schlank. Und jetzt sollte eine richtige Gewichtsklasse sein. Der Luigi macht auch sein Debüt. Aber wie ihr schon wisst, ich wette nicht gegen die Deutschen oder Deutschstämmigen, wie ihr das auch immer nennen wollt. Ja, in Zukunft wäre gut, wenn wir mal ein bisschen mehr erfahren würden, wo du bist und was du machst. Aber auf jeden Fall viel Glück und hau rein, Yassin. Ganz im Ernst, Yassin macht das schon. Vielen Dank an Sascha Ernst und die guten Hinweise zur Öffentlichkeitsarbeit, die werden wir Yassin natürlich auch mit an die Hand geben. Bitte. Im Zweifel ist es natürlich immer besser, mehr quasi die Performance sprechen zu lassen als die Social-Media-Kanäle, aber ist natürlich auch immer ganz schön, ein paar Infos zu bekommen. Man ist ja auch immer sehr interessiert. Sascha Ernst sagt also, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er nie gegen die Deutschen setzt, dass er einen Sieg von Ayari prognostiziert. Gehst du damit? Ja, ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir uns die Stats nochmal anschauen, Yassin hat mehr als das Doppelte an Kämpfen und ich glaube, dass die Erfahrung und auch die Tatsache, dass er unter UFC-Licht dann halt auch schon geglänzt hat, dass ihm das den Abend retten wird und ich glaube, dass er das stabil über 3 Runden nach Hause fährt. Also halten wir fest. Erster Kampf, den wir heute predicted haben, Vendramini gegen Ayari bei der UFC on ESPN Nummer 16. Wir legen uns fest, Ayari mit einer Decision, das wäre ein perfekter Auftakt im Kampfsport-Wochenende in der UFC. Wie gesagt, auf der Undercard findet dieser Kampf statt. Wir machen eine kurze Pause, wechseln die Promotion und die Gewichtsklasse und sind gleich wieder da. Coming soon on Fight 24 TV. Da sind wir wieder zurück und wir sind bei Bellator, namentlich die Euro Series Nummer 9. Wir sind im Bantamgewicht und der Kampf, den wir dort beleuchten wollen, heißt James Gallagher gegen Callum Eleanor. Ein hübsches Battle aus dem United Kingdom, der Ire gegen den Engländer. Was hast du dazu schon mal so ein bisschen für ein Gefühl?
Puh, also Strap Animal kommt ja so, der gute James Gallagher kommt ja auch aus dem SBG und genauso redegewandt ist er auch. Der hat sich da eine Scheibe von seinen älteren Kollegen Conor McGregor und der Konsorten abgeschnitten und genau das verhilft ihm auch bei Bellator dann natürlich, abgesehen natürlich von seinen bis auf eine überaus guten und überzeugenden Performances, verhilft ihm das bei Bellator natürlich dann auch immer die Main-Event-Slots zu füllen oder zumindest auf der Main-Card draufzustehen. Und er ist auf jeden Fall ein Typ, den man anschaut. Der hat halt sowas wie von so einem, er ist halt so ein Antagonist. Also entweder magst du ihn, weil er halt eine große Schnauze hat, oder du magst ihn anschauen, weil du halt sehen willst, wie er kassiert. Ja, also in beiden Fällen ist es ja so, dass sich dann die Pay-Per-Views trotzdem ganz gut verkaufen. Das war ja schon bei Conor McGregor ähnlich. Gucken wir mal drauf auf den Mann mit dem Kampfnamen Strap Animal. Wer auch immer Ahnung hat, was das bedeutet, kann uns da bitte kurzfristig informieren. 23 Jahre jung, also der ist wirklich noch am Anfang seiner Karriere. 10-1-0, kommt aus 3 Siegen. Und, das wird hier noch gar nicht so deutlich, aber wenn wir mal drauf gucken auf die Quote bei der Beendigung seiner Kämpfe, 80% Submissions und 6-mal konnte er bereits über einen Rear Naked Choke den Kampf beenden. Hm. Ist das dann schon ein Signature Move? Ja, mehr oder weniger. Also vor allem im MMA, wo die Position an den Rücken zu kommen schon mit einem ganzen Stück Arbeit verbunden ist. Aber der gute Gallagher, der springt ja auch einfach im Stand mal schnell auf den Rücken und wirkt dich da ab. Auch das haben wir schon gesehen. Und der ist gewitzt. Man kann über ihn sagen, was man will. Ich finde, er ist im Stand ein bisschen unsauber. Aber wenn er es schafft, dich zu greifen und festzuhalten, dann weiß er ganz genau, welches Game er auffährt. Ja, und das wird sein Gegner in dem Fall auch wissen. Wir reden über Callum Eleanor oder auch da einer, der es mit Wortwitzen und Namenswitzen hat, Cal Pacino, ein Engländer, 29 Jahre, erst sein zweiter Bellator-Fight. Da ist Gallagher ihm natürlich haushoch überlegen, der schon seit 2016 da im Einsatz ist. Und wir sehen 1,83 Meter, das sind bummelige 10 Zentimeter Größenvorteil. Und aber auch hier 75% über eine Submission. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann können wir tatsächlich mit Fug und Recht davon reden, dass wir hier zwei Submission-Spezialisten gegeneinander antreten sehen werden. Denn Eleanor, 3-mal Guillotine-Choke, 3-mal Rear-Naked-Choke. Der weiß also auch, wie es geht. Ja. Was können wir dann, also was lässt sich daraus schon ablesen, was wir für einen Kampf erwarten können? Also ich denke halt schon, dass es sehr bodenaffin wird. Ich denke, und es wird so ein bisschen darum gehen, wer kann es dem anderen besser draufdrücken. Ich will ehrlich sagen, die Sache, Eleanor ist halt übertrieben groß für ein Bantamgewicht. Also mit 1,83 auf 61,2 Kilogramm zu kämpfen, Junge, das ist schon echt ein Ding und am Boden, die langen, drahtigen Typen, das ist echt nicht spaßig. Also ich kenne es ja aus meinem Training, die Jungs mit langen Beinen und drahtiges Gestell, macht mit denen keinen Spaß. Egal in welche Richtung du dich bewegst, da ist immer ein Bein, um zu recovern, da ist immer noch ein Arm dazwischen. Ist echt schwierig und das wird schon nicht so leicht für Gallagher, wie er das in den Pre-Fight-Konferenzen so versucht hat hinzustellen. Er stellt Cal so ein bisschen hin, als wäre das so ein absoluter Trash-Can-Zerstörer, der nur Bauern gekämpft hat, aber Mann, wenn du halt 8 Leute 75% deiner Kämpfe beendet hast vorzeitig, musst du auch erstmal machen. Definitiv. Holen wir uns mal eine zweite Meinung, runden hier unsere Expertise ein Stück weit ab. Der Kollege Marc Tittel von den fightevents.de gibt uns seine Einschätzung zu diesem Bellator-Fight. Hallo liebe Kampfsportfreunde, am Wochenende erwartet uns das dritte und finale Bellator-Event in Mailand. Im Hauptkampf können wir uns auf das lang erwartete und oft verschobene Duell zwischen James Gallagher und Callum Eleanor freuen. Für das Duell erwarte ich mir ein spannendes Grappling-Duell mit dennoch auch Highlights im Stand. Allerdings halte ich das Duell doch für recht ausgeglichen und ich denke, derjenige, der den ersten großen Fehler macht, wird hier der Verlierer sein, vor allen Dingen im Submission-Duell. Ich sehe Gallagher etwas vorne und sehe hier vielleicht eine Submission in Runde 2 oder 3.
Vielen Dank an Marc Titel von fightevents.de. Er sieht Gallagher favorisiert, aber erwartet natürlich auch ein starkes Ground Game von beiden. Ich nehme an, da bist du jetzt in deiner Einschätzung nicht allzu weit von entfernt. Ja, ich glaube, dass das hart umkämpft wird. Aber die Erfahrung macht's schon, würde ich sagen. Ich glaube, Gallagher ist routinierter, was Bellator-Kampfabende angeht. Der hat im Endeffekt seine ganze Profikarriere dort verbracht. Und ich glaube, dass er das vorzeitig beendet. In den späteren Runden 2 oder 3. Okay. Nehmen wir also mit an dieser Stelle James Gallagher, The Strap Animal, was immer das auch heißt, vorzeitig im Main Event von Bellator. Und da weisen wir gleich an dieser Stelle nochmal drauf hin. Bellator jetzt neuerdings ein wohliges Zuhause für die deutschsprachigen Kämpfer mit Mandy Böhm, die gestern schon im Einsatz war, jetzt auch für Katharina Lehner, für Alan Omer und für den Österreicher Darko Banovic. Da werden wir uns also in Zukunft schwerpunktmäßig auch mit drum kümmern. Wir haben den zweiten Kampf eingetütet. Bevor wir zum dritten Kampf kommen, machen wir eine kurze Pause. Du bekommst vom Boxen nicht genug? Dann wird es Zeit für Toe-to-Toe, den Boxtalk aus dem Mariposa Boxing Club. Roman Horschig und Tim Jilmers analysieren und beleuchten die Sweet Science mit Gästen und jeder Menge Meinung. Toe-to-Toe, der Fight24-Talk aus dem Mariposa Boxing Club. Jede Woche bei Fight24. Da sind wir zurück zum Grande Finale. Wir wechseln erneut die Promotion, wechseln erneut das Land und die Gewichtsklasse. Wir sind nun in Deutschland am Samstag, Fair FC mit der Jubiläumsausgabe Nummer 10. Und da treffen wir einen, der das MMA-Game in Deutschland schon maßgeblich mitgeprägt hat, mit Stefan Pütz. Ja, seit Ewigkeiten im Game, deutschlandweit bekannt. Also jeder, der ein bisschen was mit deutschem MMA zu tun hat, kennt den Pütz. Ja. Eigentlicher Münchner, ja. Aber irgendwann nach Frankfurt abgehauen. Genau, in der hessischen Diaspora. Ja, und wenn wir jetzt anfangen würden, die Titel aufzuzählen, die er hielt oder hält, dann würde das die Sendezeit so ein bisschen sprengen. Schon einer quasi zusammen, vielleicht auch mit Daniel Weichel, irgendwie Bellator hatten wir ja gerade auch schon angesprochen, einer der auch mit Pioniere eigentlich, ne? Ja, 100%. Ja. Den Rang kann ihm keiner ablaufen. Ja. Speziell auch, er war lange in Russland bei M1, hat dort performt, war Champion. Championship im Light Heavyweight. Man kann über den Pütz sagen, was man will, aber am Anfang wurde der immer so ein bisschen belächelt. Ja, der Pütz, der untechnisch und so, aber der ist einfach dran geblieben. Ja, der hat sich's erarbeitet. Ja, da sehen wir gerade so ein bisschen die letzten Szenen und Eindrücke von seinem Kampf bei GMC in München. Gegner Ruben Wolf. Und ja, da hat er sich den Champ-Champ-Titel geholt, ist ja amtierend bei GMC, Titelträger im Light Heavyweight und eben auch im Schwergewicht. Und Pütz ist einer, der kann es eben im Stand am Boden oder eben auch mit seiner Physis so weit treiben wie hier in dem Fall gegen Ruben Wolf. Sieg durch Aufgabe bei GMC, das ist schon ein echt stabiler Bursche. Gucken wir gleich mal auch noch auf seine Daten. Die sind ja eben auch sehr, sehr beeindruckend. 33 Jahre ist er jetzt, hat einen Kampfrekord 19-4-0. 1,98 Meter. Da, wenn der vor dir steht, da... Das ist eine imposante Kreatur auf jeden Fall. Absolut, da wird es dunkel und die Vögel hören auf zu zwitschern. Und dann sehen wir eben auch, er kann es eben in jeder Hinsicht. 37% KO, TKO, 37% Submission oder eben auch einen stabilen Punktsieg. Jetzt will ich nicht sagen, ihm zum Fraß vorgeworfen wird, aber sein Gegner hat da schon ein wirklich dickes Brett zu bohren. Und zwar aus Brasilien, Walter Chincho dos Santos. Gucken wir direkt mal drauf. Auch nicht unerheblich oft im Tattoo-Studio gewesen. Ein lebender Einkaufszettel, möchte ich sagen. Brasilianer, das heißt, es ist davon auszugehen, dass er über ein gutes Groundgame verfügt, BJJ-Skills, schauen wir mal, hat sich trotz seines Kampfrekords von 6-0 vor allen Dingen natürlich in lokalen, kleineren Promotions seine Sporen verdient. Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass der Mann aus Sao Paulo als krasser Außenseiter in diesen Fight geht? Nee, um Gottes Willen. Also ich würde ihm da auch jetzt nicht großartige Jiu-Jitsu-Skills nur aufgrund seiner Nationalität zusprechen. Ich kann nicht zu viel sagen über ihn, um ehrlich zu sein. Ich
hatte eine riesen Kampfpause über mehrere Jahre. 4,5 Jahre, ja. Und ist jetzt mit 37 halt auch nicht mehr der jüngste Kracher. Wenn du dann gegen einen 33-jährigen, voll im Saft stehenden Stefan Pütz, der einen Gastank besitzt, der bis Timbuktu läuft. Mann, der Pütz, der wird nicht müde, der wird nicht aufhören vorzugehen. Der hat sein stabiles Game. Ich weiß nicht, ich sehe nicht viel Land. Okay, also wir wollen nicht unten, aber ich würde auf alle Fälle empfehlen, Getränke und Knabberzeug vor dem Kampf zu holen und nicht darauf zu spekulieren, dass es eine Kampfpause gibt. Wir holen uns dazu mal eine passende Meinung und da bleiben wir dann ganz einfach im Light Heavyweight und fragen mal ein topgeranktes Mitglied dieser Gewichtsklasse. Alex Popek, bitte. Servus Leute, Alex Popek hier. Meine Einschätzung zum Kampf von Stefan Pütz diesen Samstag bei Fair FC. Sein Gegner hat zwar 6 Siege, aber er ist schon ein paar Jährchen älter wie der Stefan. Und die 6 Siege kamen jetzt auch nicht gegen so erfahrene Gegner, wie der Stefan schon gekämpft hat. Zudem hat Stefans Gegner, ich glaube, 5 Jahre gar nicht gekämpft, von 2015 bis 2020. Also Stefan hat da schon deutliche Vorteile. Wir kennen ja auch Stefan Pütz. Sehr gute Physis, sehr gute Kondition. Also ich bin mir ziemlich sicher, Stefan Pütz macht es und auch vorzeitig. Vielen Dank an Alex Popek, der unlängst erst am letzten Wochenende in der Tschechischen Republik im Einsatz war bei Octagon MMA. Dort siegreich, weiter so, lieber Alex. Er sagt Pütz vorzeitig und das, glaube ich, ist nicht allzu gewagt. Ja, nee, ich gehe damit. Also sollte der Gegner aus der ersten Runde wirklich rauskommen, dann glaube ich, ist spätestens in der zweiten der Sack zu. Halten wir also fest. Stefan Pütz, T800, sein Kampfname, mit 4 Siegen im Rücken, mit vollem Tank und voller Motivation. Ich glaube, das ist eine klare Geschichte. Damit hätten wir an dieser Stelle auch alle 3 Kämpfe predicted. Wir schauen mal auf die Übersicht. Raoul, führ uns durch. Wir gucken uns an in der UFC auf der Card von Holm vs. Aldana. Vendramini gegen Ayari in den Prelims. Und wir haben uns geeinigt, dass Ayari das einstimmig über die Decision reitet. Gallagher vs. Eleanor im Main Event in Italien. Da haben wir gesagt, dass Gallagher einen Submission-Sieg einfährt, auch wenn er hart umkämpft sein wird. Und Pütz gegen Cicinho bei Fair FC in Bochum. Da glaube ich, dass Pütz sich ein TKO oder KO in den ersten beiden Runden abholt. Ja, damit haben wir uns festgelegt. Daran werden wir uns messen lassen, aber mit uns am Start auch stets unsere Community. Und wie die abgestimmt hat, da gucken wir jetzt mal drauf. Na klar, Ayari vorne, ja, niemals gegen die Deutschen wetten, da ist die Fanbase sich einig. Gespalten ist man bei der Frage, wer im Bellator Main Event die Nase vorn hat, Eleanor oder Gallagher. Mal gucken, welche Plattform hier die fachkundigeren User vorweisen kann. Und natürlich das zweite Mal das Lokal Kolorit aufgetragen, Pütz gegen Dos Santos. Das ist also die Prediction der Community. Und wer sich jetzt fragt, wow, so viel geiles Zeug, wo kann ich das denn sehen? Hier nochmal unser Service. Starten wir zunächst mit UFC. Wir hatten es angedeutet, Ayari, erster Kampf, also auf dem UFC Fight Pass zu sehen. Bei den Prelims, wer dann später noch Bock hat auf Holly Holm beispielsweise, der sei dann bei The Zone bestens versorgt. Bellator gibt's auf YouTube, Achtung, das schon am Samstag ab 22 Uhr und Fair FC am Samstag mit dem MMA-Programm bei den Kollegen von Run Fighting ab 17.45 Uhr geht's da zur Sache. Und wer dann noch nicht genug hat, dem sei empfohlen, am Sonntag gibt's im Ruhrkongresszentrum in Bochum den zweiten Teil von Fair FC. Dann im Striking, wirklich leckeres K1 gibt's da zu sehen. Das gibt's dann bei uns bei Fight24 im Livestream und ab Montag dann on demand. Mehr kann der Kassenpatient nicht erwarten. In diesem Sinne, lieber Raoul, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Es war mir ein Fest. Ich glaube, wir haben ein tolles Kampfsportwochenende vor uns. Da freuen wir uns drauf. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende, sportfrei.
Freunde, das war's auch schon wieder mit Gameplan. Aber keine Sorge, wir sind ja rund um die Uhr für euch im Einsatz. Mehr Inhalte findet ihr direkt hier. Kleinen Vorschlag haben wir euch da schon gemacht. Und die ganz coolen unter euch, die drücken mal hier oben auf Abonnieren. Damit seid ihr immer up to date, wenn wir hier im YouTube-Channel von Fight24 exklusive Inhalte raushauen. Viel Spaß